Hallo beim Videobeweis. Habt ihr gewusst, dass der Fußballer mit den aktuell meisten Torbeteiligungen in einer Liga aus Österreich kommt? Wir finden, das gehört gewürdigt. Unsere heutigen Themen. Wir starten mit einem Quiz. Wer ist der Topscorer der laufenden Saison? Das österreichische Frauennationalteam kämpft um die Teilnahme an der Euro 2022. Wir haben ÖFB-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck im Interview. Das entscheidende Spiel wird dennoch Serbien sein. Ja. Also am Dienstag, weil diese drei Punkte noch wichtiger sind als ein Punktgewinn gegen Frankreich. Youssoufa Moukoko vom BVB ist unser Kopf der Woche. Jetzt starten auch die Biathletinnen und Biathleten in die neue Weltcup-Saison. Dazu haben wir mit Lisa Hauser und Simon Eder gesprochen. Wenn das meine beste Saison sein sollte, dann hänge ich sicher noch eine dran. Und sonst werde ich es mal mit der Familie besprechen im April und dann gebe ich es bekannt. Glaube ich schon, dass das Damenteam in Österreich einen Aufschwung hat. Und das ist für mich persönlich recht gute Saison, weil dann hängt nicht immer alles von meiner Leistung ab. Rund 3 Monate sind im europäischen Fußball gespielt. Welcher Spieler hat bisher die meisten Torbeteiligungen in der Liga? Es ist nicht Kylian Mbappé bei PSG. Ist es Robert Lewandowski bei den Bayern? Ist es vielleicht Harry Kane bei den Tottenham Hotspurs? Der Topscorer heißt Raphael Holzhauser. Er spielt beim belgischen Aufsteiger Beerschot im offensiven Mittelfeld und liefert dort ordentlich ab. Holzhauser steht bei 10 Toren und 8 Assists aus 13 Spielen. Im Schnitt kommt er alle 63 Minuten zu einer Torbeteiligung. Hater würden jetzt vielleicht Sätze sagen wie: Ja gut, aber der spielt ja nur in Belgien. Aber in Belgien spielen sie den besten Fußball der Welt. Die sind immerhin auf Platz 1 im FIFA-Ranking. Der schießt ja auch nur 11-Meter-Tore. Falsch. 4 Elfmeter hat er geschossen, 3 verwandelt und einen erst beim Nachschuss. Der zählt also nicht. Ja, aber der hat mehr Spiele als alle anderen. Ja. Auch dank Holzhauser ist Beerschot jetzt sogar Zweiter in der Schuppiler Pro League. Anfang Oktober wurde Holzhauser für seine Leistungen mit einem Debüt im ÖFB-Team belohnt. Und naja, bevor ich es vergesse, am Sonntag ist Wiener Derby. Wenn wir schon bei Schlagerspielen sind, das ÖFB-Frauen-Nationalteam trifft am Freitag in der EM-Qualifikation auf Frankreich. Im Oktober gab es gegen die Grande Nation schon ein sensationelles 0:0. Damit ist die Mannschaft von Teamchefin Irene Fuhrmann in der Quali als eines von nur 3 Teams weiterhin ohne Gegentor. Österreich liegt in der Gruppe G aktuell auf Platz 2 und befindet sich voll auf Kurs zur Euro 2022. Jetzt wartet am Freitag das Rückspiel gegen Frankreich. Am Dienstag folgt noch ein Heimspiel gegen Serbien. Die Serbinnen sind aber schon aus dem Rennen um ein EM-Ticket. Die Gruppensiegerinnen sind fix bei der Endrunde in England dabei. Auch die 3 besten Zweitplatzierten der insgesamt 9 Quali-Gruppen haben ein Ticket sicher. Der Rest spielt in einem Playoff. Dort ist Österreich schon fix dabei. Kollege Andreas Hagenauer gibt sein Videobeweisdebüt und hat mit Viktoria Schnaderbeck gesprochen. Die Kapitänin muss leider in den 2 verbleibenden Spielen zuschauen. Wie Sie schon gesagt haben, würde ich lieber in Bregenz unter den Bedingungen sitzen, dass ich mich für ein Qualifikationsspiel vorbereiten würde. Aber ich bin einfach ein bisschen angeschlagen mit meinem Knie und somit habe ich das medizinische Okay nicht bekommen und bin jetzt wieder in London und werde da einfach mal Reha fortsetzen. Deswegen ja, ist es semi-cool. Ja, aber Sie haben ja trotzdem irgendwie die restlichen Quali-Spiele gemacht. Gerade das letzte Spiel jetzt gegen Frankreich in Wiener Neustadt war ja spannend und irgendwie schon ein großes Highlight. Jetzt wollte ich mal fragen, wie haben Sie das miterlebt und wie ist denn so der Ausblick für die nächsten 2 Spiele jetzt, Frankreich auswärts und Serbien? Also ich bin froh, dass ich zumindest eigentlich einen Großteil der Quali mitwirken konnte und dabei sein konnte, weil es gibt ein nicht nur sportlich, sondern auch emotional ein anderes Gefühl, wenngleich ich jetzt natürlich auch gern dabei gewesen wäre, gerade bei den letzten beiden Spielen. Aber ich habe das Spiel, gerade das letzte Spiel in Frankreich, als sehr wichtig empfunden aus vielerlei Hinsicht. Nicht nur der Punktgewinn
gegen eine Mannschaft wie Frankreich, das natürlich auch Strahlkraft hat und schon Aussagekraft auch hat, aber auch für uns intern, dass wir wissen, wir können gegen so eine Top-Nation mithalten, würde ich mal sagen, aber wir können mit guten taktischen Mitteln und mit einer Teamleistung können wir Punktgewinne erzielen. Mhm. Und das finde ich war ganz wichtig und auch auf mentaler Ebene wieder, weil ich glaube, so diesen Spirit haben wir das letzte Mal natürlich erst bei der Euro wieder gehabt oder zuletzt bei der Euro gehabt und jetzt haben wir das wieder erneut so auffrischen können unter neuen sportlichen Bedingungen mit einer neuen Trainerin. Also ich glaube, das war für die ganze Mannschaft ein ganz, ganz wichtiges Zeichen nach dem Motto, ja, wir können das, wir sind bereit. Okay. Man muss wissen, dass Frankreich zu Hause jetzt auch nochmal richtig stark auftreten wird. Ja. Und da braucht man schon nochmal einen überragenden Tag, damit es nochmal in der Form aufgeht. Aber wir haben es ja bewiesen, dass es aufgehen kann. Also ich glaube, unentschieden ist drin. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen gewinnen und auf Sieg spielen, ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen groß gedacht. Ja. Wäre auch wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich würde unser Unentschieden und der Sieg gegen Serbien dann ausreichen, aber das entscheidende Spiel wird dennoch Serbien sein. Ja. Also am Dienstag, weil diese drei Punkte noch wichtiger sind als ein Punktgewinn gegen Frankreich. Es gibt jetzt eine Initiative, das habe ich glaube ich irgendwo gesehen, da geht es um Mutterschutz im Frauenfußball. Ist das, natürlich ist es ein wichtiges Thema, und aber wieso ist das bis jetzt noch nicht irgendwie großräumig thematisiert worden? Oder ich meine, ja. Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben da letztens auch drüber geredet. Das Traurige ist, dass es eigentlich so hingenommen wurde, dass die Tatsache, dass man Fußballerin ist, automatisch mit sich gebracht hat, dass man nicht Mutter sein kann oder dass man auch nicht geschützt ist, sozusagen, innerhalb eines Vertrags oder im Verein. Und das ist eigentlich schon ein Wahnsinn. Und da, oder allein da ist der Frauenfußball natürlich noch mega hinterher, weil es natürlich auch im Männerfußball diese Regelung nicht gibt. Das heißt, es ist ja was, das etabliert werden muss, unabhängig vom Männerfußball. Ja. Und was das da in Zukunft absolut notwendig ist, meiner Meinung nach, und ja, noch fehlt. Aber wo kann man da ansetzen? Bei den Vereinen oder irgendwie bei der FIFA oder bei der UEFA? Oder wer wären da irgendwie die ersten Ansprechpartner, dass man sagt, hey, wahrscheinlich bei den Vereinen in den Verträgen, oder? Also ich bin der Meinung, wenn wir über Mutterschutz reden, dann muss es gesetzlich verankert sein, so wie es ja auch in allen anderen Berufen auch ist. Das heißt, es muss wirklich von der FIFA zentral auf die einzelnen Verbände wie die UEFA niederbrochen werden, dann auf die nationalen Verbände, die dann das einfach abdecken und dann dementsprechend auch wieder auf die Vereine. Also es muss einfach, es muss erlaubt sein und es muss abgedeckt sein. Weil wie es ist ein Gesetz eingeführt, dann kommt es nicht drum herum. Die Frage ist natürlich schon, ob man das dann auch unterstützen kann, ob man da im Falle einer Schwangerschaft dann finanziell diese Vereine unterstützt oder ob man einfach sagt, man muss das so budgetieren, dass das einfach immer eingeplant ist. Ja. Einmal, zweimal pro Spielerin so kalkuliert wird. Das wäre der Idealfall. Wir haben kürzlich jetzt nach den letzten Männerländerspielen wieder kurz eine Diskussion über die Nationalhymne gehabt. Konstruieren wir als Medien das oder ist das bei euch auch ein Thema? Das ist bei uns tatsächlich kein Thema. Also wir haben da noch nie drüber geredet und ich glaube, wir singen sie mit Stolz, wir stehen da draußen und repräsentieren unser Land, haben uns aber wirklich über die Hymne noch nicht viel Gedanken gemacht. Also um ehrlich zu sein, da gibt es bei uns im Frauenfußball andere wichtigere Themen, die zu ändern gäbe als die Nationalhymne. Das hat für uns nicht so viele Auswirkungen dann. Auch auf Clubebene gibt es ein Erfolgserlebnis im österreichischen Frauenfußball. SKN St. Pölten hat erstmals die Teilnahme an der Champions League fixiert. Nach Qualisiegen über Mitrovica und gegen ZSKA Moskau zählen die Wölfinnen jetzt zu den 32 besten Teams Europas.
Im 16. Finale treffen sie auf FC Zürich. Vom Papier her der schwächste Gegner. Zürich hatte nämlich von allen 16 gesetzten Teams den niedrigsten UEFA-Club-Koeffizienten. Da geht also noch mehr. Apropos Champions League. Youssoufa Moukoko stand für Borussia Dortmund erstmals im Kader. Für uns ist der Youngster der Kopf der Woche. Kopf der Woche ist Youssoufa Moukoko, Fußballer bei Borussia Dortmund. Er wurde 2004 in Kamerun geboren und ist mit 10 Jahren zu seinem Vater nach Deutschland gezogen. Mit nur 12 Jahren spielte er bereits in der U17 beim BVB. Dieses Jahr stieg er mit gerade einmal 15 Jahren in die U19 auf. In der U17 und U19 erzielte der Mittelstürmer insgesamt 134 Tore in 79 Spielen. Er war nicht einmal einen Monat in der U19, als der 15-Jährige in den Profikader geholt wurde. Anfang des Jahres hat Borussia Dortmund extra für Talente wie Moukoko einen Antrag bei der Deutschen Fußballliga eingereicht. Mit Erfolg. Das Mindestalter, um in der Bundesliga mitzuspielen, liegt jetzt bei 16 Jahren. Letzten Freitag war es dann soweit. Moukoko wurde 16 Jahre alt und am Samstag feierte er sein Debüt als Profi. Er ist somit der jüngste Spieler aller Zeiten in der Deutschen Bundesliga und gilt als absolutes Wunderkind. Teamkollege und Golden Boy Erling Haaland ist begeistert und bezeichnet Youssoufa als das größte Talent der Welt. Nach den Skifahrern und Skispringern beginnen auch die Biathleten mit ihrem Weltcup-Winter. Am kommenden Wochenende geht es in Kontiolahti in Finnland los. Der Biathlon-Weltverband hat die Reisen reduziert. Gleich mehrere Weltcuporte wurden aus dem Kalender gestrichen. An jedem verbliebenen Strecke gibt es 2 Rennwochenenden in Serie. Das Highlight der Saison, die WM im slowenischen Pokljuka im Februar. Bei den Frauen zählen Gesamtweltcup-Siegerin Dorothea Wira und die Norwegerinnen Marte Olsby-Reuseland und Tiril Eckhoff zu den Favoritinnen. Lisa Hauser hat sich mit den österreichischen Weltcup-Startern in den letzten Tagen in Obertiljach auf die Saison vorbereitet. Hauser hat in den vergangenen Jahren im Männerteam trainiert. Heuer formen alle ÖSV-Frauen eine Einheit. Gerald Hönig ist neu im Betreuerstab. Sein Gesicht kennen, glaube ich, die meisten Biathlon-Fans. Er war lange beim Deutschen Skiverband und ist jetzt im ÖSV für das Schießtraining zuständig. Ich habe mit Lisa Hauser über das Frauenteam gesprochen. Man hat letztes Jahr, glaube ich, schon gesehen, dass ein paar Athletinnen wirklich individuell ein bestes Ergebnis erreichen haben können, ob das jetzt bei der WM war oder ob das jetzt sonst irgendein Rennen war. Und von dem her glaube ich schon, dass das Damenteam in Österreich einen Aufschwung hat. Und das ist für mich persönlich recht gut zu sagen, weil dann hängt nicht immer alles von meiner Leistung ab und da sind auch andere Mädels, was gut sind und ja, ich glaube, das ist fürs ganze Teamgefüge dann recht gut, wenn man da, wenn jeder seinen Erfolg hat und jeder kurz Rennen dabei hat und von dem her glaube ich schon, dass ich mich heuer auf gute Ergebnisse freuen kann. Es gibt in dieser Saison 4 Streichresultate, bis jetzt waren sie glaube ich immer 2. Zum Ende von so einer Saison kann das dann ja durchaus für Verwirrung sorgen oder man ist sich dann nicht ganz sicher, was fällt raus, vor allem für den Zuschauer. Ist es aber trotzdem gut, dass es diese Regelung gibt? Ja, ich muss sagen, ehrlich sagen, dass ich mich da oft mit den Streichern selber nicht so ganz auskenne. Also ja, da muss man sich einfach irgendwie informieren und dann an die Trainer glauben, was sie jetzt da ausgerechnet haben, ob das stimmt oder nicht. Aber prinzipiell finde ich es irgendwie komisch, weil wir ja trotzdem gleich viel Rennen haben und gleich viel Stationen. Also es ist jetzt von dem her nicht der große Unterschied. Natürlich, wenn du einmal einen positiven Corona-Test abgibst, ist natürlich klar, dass du gleich einmal für eine Woche ausfallst und so. Und von dem her ist vielleicht da die gute Option, dass man deswegen sagt, es gibt mehr Streicher heuer. Dann muss man schauen, dass man den Sport da immer wieder spannend macht oder dass er spannend bleibt. Aber bei uns im Biathlon gibt es schon recht viel verschiedene Bewerbe. Also wir haben Sprint, Verfolgung, Massenstart, Einzel, Single, Mixed, Mixed, normale Staffel. Also es sind für Nicht-Insider sehr, sehr viele Bewerbe, wo es irgendwie dann kompliziert werden kann. Manchmal schießt man 2-mal, manchmal schießt man 4-mal, manchmal kriegt man Strafzeit, manchmal darf man noch leider hernehmen. Also es ist schon sehr, sehr viel verschiedene
Aspekte bei jedem Rennen dabei. Und von dem her habe ich oft das Gefühl, wenn dann zu viel das alles zu kompliziert wird, das ist dann oft für den Sport nicht so gut. Vor der Saison Gesamtweltcup ist relativ schwierig zum Einschätzen, weil ich genau weiß, wie schwierig es ist, dass du eine ganze Saison durchlaufen kannst, ohne Krankheiten, ohne Verletzungen. Und von dem her musst du einfach bei sehr vielen Stationen oder fast alle Rennen eigentlich am Start sein, dass du dem Gesamtweltcup was mitzureden hast. Aber trotzdem sind so individuelle Einzelziele schon, dass ich mal auf einen Stockerl kommen will in ein Einzelrennen. Und von dem her habe ich heuer im Sommer gut trainiert, ich habe ein gutes Gefühl dabei und ich hoffe, das klappt. Bei den Männern gibt es nach dem Rücktritt von Martin Fourcade einen großen Favoriten und der heißt Johannes Thingnesbø. Simon Eder zählt mit seinen 37 Jahren zu den Routiniers im ÖSV-Team und noch immer zu den schnellsten Schützen im Weltcup. Wie steht es eigentlich um den Nachwuchs? Wir haben Eder befragt. Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass zu wenig nachkommen. Also mir persönlich war lieber, wir hätten die doppelte oder dreifache Anzahl an Athleten wie in Norwegen. Dann war es für mich natürlich schwieriger, dass ich mich im Team halte, aber sowas habe ich eigentlich immer als Ansporn für mich selber und Motivation empfunden. Also ich sage mal, da 2009, 2010, da wo man wirklich teilweise Leute bei Olympia nicht starten haben dürfen, die auch Podestplätze gehabt haben oder ganz knapp dran waren, das waren eigentlich so gesehen die besten Jahre, wo wir auch die Staffelkugel geholt haben. Und da liegt sicher auch an die Trainer, dass man wieder mehr Nachwuchs lukriert, aber das ist nicht immer ganz so einfach. Was hat denn Ihre persönliche Analyse der letzten Saison ergeben? Letztes Jahr war, wenn man unter Sportlerkreisen sagt, für mich ein richtig solchen Jahr, ganz ein schlechter Herbst mit großen Trainingseinbußen, wo man dann eigentlich schon ein bisschen mit einem flauen Gefühl in die Saison geht, dann ist auch noch ein chronischer Infekt dazugekommen. 3-4 Monate und da ist man eigentlich froh, wenn der Winter vorbei ist, ehrlich gesagt. Teilweise hat es mich gewundert, dass es noch so gut gegangen ist. So ein oder andere Teamstockerl war dabei, Top 10. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass der Winter vorbei ist, abgehackt ist und hoffe, dass ich das heuer auf einem anderen Level bestreiten kann. Das Riesenziel ist, eine Medaille nochmal zu machen. Und darum habe ich auch Februar WM in Pokljuka als Riesenziel ausgeschrieben. Aber ob das jetzt eine Staffel Bronzemedaille oder Einzelgoldmedaille ist, natürlich da die auch nicht mehr. Aber ich weiß wirklich, wie es in der Realität ausschaut, das wird beinhart. Und man muss ein bisschen Glück haben, eine Topform und das Material dazu. Also wie gesagt, das ist nicht gekommen, das weiß ich auch. Also wie es geht, das habe ich schon bewiesen. Und von der Seite her freue ich mich auf den Saisonstart und werde alles am Großereignis unterordnen. So, zum Abschluss erlaube ich mir jetzt noch eine Altersfrage, die klassische. Bis wann wollen Sie das denn noch weitermachen? Ja, ich will mir jetzt kein Ablaufdatum, den Stempel möchte ich mir nicht aufdrucken. Das habe ich schon ein paar Mal miterlebt. Das wird dann ganz lästig, wenn die Kollegen immer glauben, es ist der letzte Rennen. Also schauen wir mal, es ist nach wie vor mein Traumberuf und das Ziel ist jetzt einmal die Olympiade in Peking als Fernziel für mehr als 2 Jahre, wenn ich den Voraus dachte. Wenn das meine beste Saison sein sollte, dann hänge ich sicher noch eine dran. Und sonst werde ich es mal mit der Familie besprechen im April und dann gebe ich es bekannt, wie es ausschaut. Das war der Videobeweis. Auf der Standard.at gibt es in den nächsten Tagen Live-Ticker zu den Spielen der ÖFB-Frauennationalmannschaft und zum Wiener Derby. Wenn ihr Feedback zu unserer Sendung habt, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen. Wir würden uns wirklich sehr freuen. Ernsthaft. Relativ herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Durchhalten. Bis bald.